Der Händler ist da, der Händler ist da. Hallo und herzlich willkommen zu, ich habe den Namen vergessen, Lightyear. Nein, Lightyear, genau. Frontier, genau. Oh Gott, ey. Wenn man einmal spontan Och, was nee. Machen will und denkt, dass der Epi gerade ins Spiel reinkommt, dann kommt Gib er Gib mir nicht. Noch mal den Einladungscode. Okay. Da, jetzt ist der Epi beigetreten. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Also noch nicht, aber gleich. Ah, doch, da, da, da ist er. Hi, Scherz. Hi, hi. Hi. Bewerf dich gleich mit irgendwelchen Samen oder so. So, Nein. guck mal, hier ist alles vertrocknet. Obwohl ich, nee, obwohl eigentlich geht das noch. Wie, Händler, reiß ab. Hallo, du bist gerade erst gekommen. Blöder Penner. Okay, dann halt nicht. Mir ist diesmal haben wir nicht gesehen, wie der Epi umkippt. Das war so lustig in den letzten Folgen. Nein, 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 war es nicht. Doch, 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 war es wohl. Und das passiert auch normal nicht. Es passiert nur, wenn du mich ärgerst. Oh, die ganzen Bäume sind immer noch weg. Ja, okay. Der Tag, der vergeht ja auch nur, wenn wir... Ja, ja, ist klar. Ich habe übrigens was gelesen. Diese Hängematte, ich denke mal, dass die damit gemeint ist, dass die eigentlich nur dafür da ist, dass du unterwegs schlafen gehen kannst. Also die sollten wir vielleicht mal, wenn überhaupt, dann irgendwelche Orte ranstellen, wo wir mal öfter sind oder sowas. Mann, ich hatte so zwei von den Dingern und ich finde sie nicht. Das ist immer sehr präzise, wenn man von diesen... Diese Muschel, damit man das Wasser da sammeln kann. Diese Samen davon sind weg. Also um das Ganze mal zu übersetzen, was der Epi sagt, wir haben etwas herausgefunden. Mürzelsamen habe ich übrigens auch noch drin. Nämlich, dass wir diese komische Fliegenfalle, die ich unterwegs schon mal öfter gesehen habe und leider, glaube ich, immer kaputt gemacht habe, dass wir die eigentlich wunderbar nutzen können als so eine Art Brunnen. Die Jetzt wird es ja natürlich gerade... Ach, hier, da habe ich sie. Da... So, ich zeig euch das jetzt mal, aber das dauert ein bisschen, bis sie dann gemacht ist. Also eigentlich, ich privat habe übrigens in die Richtung da hinten, wo die Bäume sind, meine Felder aufgebaut. Also ein bisschen näher zum Wasser hin, damit wir da nicht so weit weglaufen müssen. Und wo stellen wir denn das Wasser am besten hin? Zwischen den Beeten oder wie willst du das machen? So, dass es nicht im Weg ist, dass man auch noch andere Beete, weil wir haben nicht genug Beete, denke ich mal. Also zwischen den Beeten quasi. Ja. Das sind die Bäume. Ja, unter den Bäumen ist... Ach nee, können wir gar nicht. Das passt nicht dazwischen. Ist das nicht wieder geil? Dann machen wir das... hier... So, siehst du die Kugel? Der Epi ist taub und blind. Das ist manchmal das Problem. Du hast was für eine Kugel? Oh. Du siehst ja, die Kugel. Ja, hab ich gesehen. Soll ich die da hinstellen? Mach. So. Aber warte mal. Die andere behalte ich jetzt erstmal für mich. Ich will hier raus. Hallo. So, machen wir es so. So, jetzt sind wir hier unten so ein ganz kleines... Wir sehen gar nichts, weil es schon wieder dunkel ist. Da unten sehen wir jetzt so was ganz Kleines. Er muss wohl, ich denke, irgendwas zwischen 3 und 5... Du hast es mitbewässert gerade. Ja, wollte ich ja extra. Irgendwas zwischen 3 und 5 Tage muss das jetzt erstmal gedeihen. Dann haben wir da... So eine hässliche Blume, wie heißen die? Was hat, oh. Warum steht hier ein Baum? Weil du den einmal dahin gepflanzt hast, dankeschön. Hab ich gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Kann nicht sein. Ich weiß gar nicht mehr, Moment, wo sind wir denn jetzt hier? Randklippen? Da. Da will ich hin. Venus-Fliegenfalle, genau, das hatte ich gesagt. Also die sieht so ein bisschen aus wie so eine Venus-Fliegenfalle. Und ich glaube, sobald die quasi ganz gewachsen ist, müsste die Wasser da drin haben. Ja, aber wie ist der Samen davon? Warte. Weil ich hatte den eigentlich auch gefunden. Kannenblattsprössling. Ich hatte die nämlich mehrmals kaputt gemacht. Ja, was hast du gemacht? Hast du die auch kaputt gemacht mit dem Bohrer? Ja, und dann kam der Sprössling daraus. Den habe ich auch mitgenommen. So, das Problem ist, wenn ich jetzt darum gehe, ich gucke erstmal hier oben, ob die noch neue von den Mürzelsamen haben. Weil die brauche ich ja noch immer, ne? Da brauche ich immer noch 3 von, glaube ich. Also nicht von den Samen, sondern von den Dingern. Hier oben sind nämlich noch welche. Also es tut mir leid, irgendwie haben wir hier
super perfekt, oder das Spielen super perfektes Timing, dass immer, wenn wir reingehen zur Aufnahme, es Nacht wird. Sodass man hier überhaupt nichts mehr sieht irgendwie. Aber da der Epia meinte, wir sollen das nicht überschlafen, weil in der Nacht ist es so schön. Warte mal, ist da hier oben Kupfer oder ist das? Das ist doch diese... Ja, genau, das ist die Kupferstelle. Zwei Kupferstellen sind da. Sollte man vielleicht ein bisschen näher rangehen? Ja, direkt mal mit. Wir haben halt Metzelöl gemacht für dich noch. Was ich machen konnte, aber mehr konnte ich nicht. Ja, aber dauert noch. Ist noch nicht durch, ne? Nehme ich mal an. Nee, wie viel brauchst du denn noch? Ich meine drei. Ja gut, die sind gleich... Nee, sind noch nicht durch. Lehm hast du jetzt auch gemacht, oder? Ja, das geht aber auch ganz schnell. Ich glaube, das ist direkt fertig. Hier hinten sind noch welche. Die nehme ich noch mit. Mich würde ja mal interessieren, wenn man die Pflanzen hier abbaut, ob die nachwachsen? Ja, ich meine ja, ne? Ich meine, wir hätten die danach nochmal gesehen. Welche Pflanze meinst du denn jetzt? Ja, die, die man so findet. Oh, warte mal. Die kann ich doch... Kann ich die jetzt schon mit dem machen oder kann ich die später machen? Diese normalen Pflanzen, die so halb rund sind. Ach nee, das ist Kupfer. Aber das ist nicht da, wo ich jetzt... Ach doch, ich bin da, wo ich hin wollte. Ach so, deswegen ist hier so viel Kupfer. Na gut. Das ist natürlich klasse. Also die normalen, jetzt nicht diese, von denen ich eben gesprochen hatte, wo du die Samen von gesucht hast, sondern diese normalen, kleineren Pflanzen. Mhm. Aber die müssen... Ich meine, als ich die großen mitgenommen habe, sind die kleinen auch wieder gekommen, soweit ich mich erinnere. Übrigens, wenn man, bevor man schlafen geht, diese Geräte alle noch füllt, ist es sofort danach alles draußen. Ne? Das heißt, gerade Sachen, die länger brauchen, wie Barren oder so, die sollten wir dann reintun, ne? Eben. Ich glaube, der Epi hat sich wieder hinter meinen Rücken hier informiert. Nein, als... Nein! Vor deinem Rücken gewesen. Genau. Also ich habe zweimal Mörzelöl noch gekriegt. Ich habe noch mal ein paar Pflanzen, die ich jetzt mitbringe. Dumm, die dumm, die dumm. Ich muss nur erstmal wieder die Strecke zurückfinden. Wo waren Eisen? Ach, Eisen konnten wir nicht abbauen, ne? Da fehlt ja uns ja der Säbel, der richtige. Doch, wenn ich das hab, kann ich das abbauen. Du kümmerst dich um die Bewässerung. Wir machen das so wie im wahren Leben. Ja, der Mann bleibt zu Hause beim Baby, macht die roten Gläser und entdeckt die ganzen Rohstoffe und alles. Und Mutti geht arbeiten. Mutti geht Holz hacken. Und Mutti geht Rohstoffe holen. Die hatten wir die Rohstoffe? Ach nee, die hatten wir nicht entdeckt. Nee, war das jetzt wirklich so, dass du... Nein, du musst einmal rotes Glas machen und dann kannst du eine rote Linse machen. Und ich brauche aber noch blaues Glas. Ja, das war jetzt keine Antwort auf meine Frage. War das jetzt wirklich so, dass du dieses normale Rezept nehmen konntest, was drin ist, und du das einfach mit einem anderen Glas, also einem anderen farbigen Glas kombinieren kannst? Nein, du musst den Staub hier machen, erstmal davon, den blauen oder den... Ja, genau. Dann kannst du es auswählen. Nee, ja, doch. Vielleicht. Wo soll ich dir das Öl reintun? Da ist aber Hohlkopf. Och, können wir nicht einfach mal eins in eins machen? Das ist alles durcheinander hier. Ich tue dir mal die 6 hier rein. Ich glaube, du könntest das schon eventuell. Also 6 habe ich gerade gekriegt. Into the soil it goes. Moment, ich muss ja erstmal wieder bewässern. Ich sehe hier zwar nichts gerade, weil es alles hier so dunkel ist. Das ist echt schlimm. Ich meine, es ist gut, dass sie das so gemacht haben mit der Taschenlampe und so, aber... So. Hast du mir das jetzt reingelegt, hast du gesagt, oder? Ja. Weil dann brauche ich das, glaube ich, nicht rauszuholen, weil dann kann ich nicht direkt hier... Doch, du musst es, dafür musst du es, glaube ich, rausholen, oder? Ich meine nicht... Also die Sachen musste ich, glaube ich, immer... nee, ich hab's jetzt...
Ach so, wir haben ja noch kein Eisen. Ne? Für die nächste Stufe bräuchte ich nämlich 2 Elektronik aus Eisen und 5 Eisenteile. Holen. Du weißt doch, wo es war. Eisen und diese anderen Erste. Woher soll ich das wissen? Meinst du, das merke ich mir über 24 Stunden? Wo die blauen Stunden. Kristalle waren. Hallo, wo die blauen Kristalle waren. Ja, was glaubst du, wo die blauen Kristalle waren? Woher soll ich das wissen? Nein! Och, komm, ich will gerade was gucken auf Deckkarte. Ich wollte schlafen gehen, jetzt ist das Zeug nicht fertig. Komm, ich glaube, jetzt kommen die jetzt. Am 26. Haben wir den 26. Oh, geh doch mal aus dem Weg hier. Ich meine, wir haben jetzt erst den 25. oder? Ich guck mal eben auf der Station. Was war das denn? Blödes Vieh. Rennt mir vor der Kiste. Ja, 24. So rum. Wir haben jetzt den 23. Heute ist Gewitter und Regen. Toll, hätte ich das gewusst, hätte ich nicht vorher extra noch alles bewässert. Aber gut. Oh, Moment, da hinten sind noch welche fertig, glaube ich. Wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Ja, ja, ja. Oh, Unkraut, Unkraut. Unkraut bei dir da hinten. Guck mal, das Kannendingsbums, das geht. Ach so, das sind die Zapperzweige. Das ist auch schon ein Stückchen höher. Warum stehst du da so, als ob du gefüttert werden willst, hä? Soll ich dich einsaugen? Ich saug den gerade. Oh, guck mal, die Muschel ist schon ein bisschen gewachsen. Ja, habe ich jetzt keine. Vor keinen 10 Sekunden habe ich ihm das gesagt, ne? Ihr seid meine Zeugen. Nein, und dann auf einmal geht der Schritt nach vorne. Ach, guck mal, die Muschel ist gewachsen. Außerdem ist das immer noch ein Kannenblatt und keine Muschel. Aber egal. Wo ist denn jetzt. Wo kriege ich Eisen? Jetzt sag mal, ich war eben auf der Karte. Da oben, wo wir diesen Funkturm gebaut haben. Ein Stück davor. Gelber Wald war das, Eisen. Oder? Oder wo haben wir den jetzt gebaut? Warte mal. Ja, warte mal. Also irgendwo Eis. Hier so, wahrscheinlich. Ist das das Skelett? Nee, ja, ein Stück da, ja, genau, das soll das Skelett sein. Ja, da in der Nähe ist das auf jeden Fall. Da ist auch dieser blaue Kristall. Den müsst ihr jetzt ja auch machen können, ne? Theoretischerweise ja. Also, Moment, die habe ich... Ja doch, die habe ich automatisch, wenn ich die da gemacht habe, ne? Ja, ja, klar. Muss ich jetzt nicht noch extra nochmal machen. Ich war jetzt gerade am Überlegen. So, dann schauen wir mal. Unter den widrigsten... Ja, natürlich, sobald ich weggehe, kommt dahinter. Ich habe es doch gesagt, der mag mich einfach nicht. Der will einfach nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Mann, was ist das denn mit dem Spiel? Aluminium ist auch wieder neu. Irgendwas haben wir hier nicht so 100%. Ich habe keine Ahnung, was. Aber egal, da gucke ich dann später mal. Moment, sind wir... Wir sind hier, glaube ich, entlang gelaufen letztes Mal. Da ist auf jeden Fall das Skelett. Es ist nur die Frage, wo genau war. Wie so viele? Ja, immer noch so viele. Ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich. Oh, da sind die Viecher draußen. Die ich drinnen gesehen habe. Ich verstehe es gerade nicht. Hallöchen. Keine, ja, ihr wollt saures Futter, ich weiß. So, die kommen bei Regen, kommen die alle raus von den Dings, von dem, aus dem, wie die Regenwürmer. Och, ist das süß. Alte Anglerweisheit, wenn es regnet, kommen die Regenwürmer raus. Die gucken da mit dem Köpfchen aus der Erde raus und die kann man viel einfacher, naja, das sage ich jetzt lieber nicht. Es ist nicht schön, was mit denen gemacht wird. Die werden rausgezogen und dann aufgespießt. Das heißt, meistens werden sie noch im Kühlschrank getan, bevor sie aufgespießt werden. Was laberst du? Ich nehme... Ach ja, das kann ich jetzt auch machen. Ich spreche hier nur von meinem Angler-Repertoire, aber nicht von mir, sondern von... Oh, hab ich das mitgenommen? Ja. Von dem, was ich mitbekommen habe von... blaue Kristalle habe ich. Blaue Kristalle voraus. Ich glaube, hier unten war das irgendwo. Oh, der Händler ist da. Boah, lass mich hier raus. Lass mich da rein. Lass mich dein blauer Kristallfreund sein. Ach ja, die Dinger waren das. Ja.
Jetzt weiß ich wieder. Und bevor ich das jetzt hole, will ich jetzt mal was ausprobieren, weil wir haben ja den Fotomodus. Man kann das. Ah ja, so wegziehen. Genau. Mit Space ein bisschen hoch. Und dann mit H, nee, mit H zurücksetzen. Mit F Benutzeroberfläche verbergen. Genau. Jetzt ist das so ein blödes, so ein blödes Bild, weil das jetzt gerade so am Regnen ist. Aber so kann man sich seine Screenshots machen, beziehungsweise so kann man den Fotomodus benutzen. Das wollte ich mich immer mal ausprobiert haben, beziehungsweise ich habe es schon ausprobiert. Ich habe Eisenbarren gefunden, Schatz, nur falls es nicht mitbekommen hat. Nee, das war ich. Ich habe die gemacht, damit es auch vorwärts geht. Ja. So weil ist der Kerl zu mir. Wieso kann ich hier das letzte Stück vom Eisenbarren nicht nehmen? Geh weg hier. Bin ich jetzt schon überladen? Wollt ihr mich denn hier veräppeln, oder was? Ich muss aber alle Kristalle und alles Eisen mitnehmen. Komm ran hier, gib mir alles. So. Ist mir egal, wie langsam du nachher nach Hause trödelst. Ich muss alles mitnehmen. Ich kann hier nicht dreimal hin und her. Jetzt macht er hier blaues Glas. Ich glaube, Takt. Wie kannst du eigentlich blaues Glas ohne blaue Kristalle machen? Ich dachte, du kannst sie nicht holen. Ich brauche noch ein Glas. Nee, ich brauche Zappert's wie Zweigöl. Ach, Gesundheit. Hat sie. Ach so, das sind diese Zweige. Naja, davon haben wir ja auch ein paar. Ach, die? Ja, ich habe auch noch ein bisschen was, habe ich jetzt eben noch mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, da oben war doch auch noch immer was. Also immer ist gut, wir haben es jetzt einmal entdeckt. Wir sind einmal hier gewesen. So. Wie macht man dieses Aluminium-Elektronik? Was brauche ich dafür? Ja, ich eine Aluminiumstange und Kupferdraht. Wir haben keinen Kupfer. Man muss auch nochmal Kupfer mitbringen. Ja, habe ich ja schon. Aber Kupfer brauchen wir ziemlich viel eigentlich. Weil, wie gesagt, ich muss damit, glaube ich, auch diese Eisendinger machen, die mir dann zur Verbesserung fehlen. Warte mal, hier unten sind noch ganz viele von den... Naja, relativ viele. Von den unaussprechlichen Zeugs hier. Zapperzweigen. So, die nehme ich auch mal direkt mit. So. Und da. Und die sauge ich auch ein. Ich habe leider kein saures Futter dabei. Hätte ich gewusst, dass sie jetzt hier alle aus der Höhle rauskommen, ne? Ich habe übrigens auch schon die Elektronik gemacht. Oh, die kuscheln. Oh, die kann man das fotografieren? Oh, ich will unbedingt. Moment, so. Und wie geht das runter? Scheiße. So. Aber ich will eigentlich nicht selber da drin sein. Moment. Ich brauche auch noch 9 Motzelöl. So. Oh, hat die kuscheln. Warte. So? Nein, das war doch mit H. Nein, nicht mit H zurücksetzen. Nutzer, mit F. Oh. Hä? Haben wir keine. Ich habe keine Munition. Ah, die sind sich... Oh, das ist so niedlich. Das müsstest du sehen. Die sind sich Nase an Nase am Reiben hier. Nase an Nase. Die haben sich lieb. Aber so richtig... Genau. Vielleicht bin ich gerade beim Paarungsritual dabei gewesen. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber das war gerade total süß. Der Dings ist weggeflogen. Wolltest du da was kaufen? Dann hast du. Nee, der kann mich mal. Der ist immer weg, sobald ich ankomme. Oder kommt immer nur, wenn ich weggehe und so ein Kram. Hast du noch Motzelsamen? Nee, ne? Ja, das sind ja nur die Samen, die ich mitnehme. Aber nee, warte mal. Sind das jetzt die. Meinst du jetzt die blauen oder meinst du jetzt die roten? Nee, Motzelsaftsamen. Ich möchte auch die Verbesserung der Säge haben. Sonst kann ich ja kein Eisen abbauen. Also die roten. Nein, nicht denen die roten. Hatte ich, glaub ich, auch die orangenen. Ja, so, aber warum. Ah, so geht das. Kann die im Inventar haben oder was? Ja, das ist neuerdings. Also anfangs brauchtest du das nicht, aber neuerdings musstest du die irgendwie immer im Inventar haben. Finde ich auch komisch, weil ich das so nicht gewohnt war. Und die sind immer noch hier. Die sind immer noch hier und sind sich am Knuddeln und am Knutschen und am Näseln und so. Es ist so süß. Wenn du das sehen würdest, wüsstest du, was ich meine. Nee, weiß ich. Was meint sie denn? Warte mal, rechts dauert so lange, dann gehe ich links rum.
Ja, ich weiß, dass ich überleite. Ach so, dann kannst du nicht sprinten. Deswegen meckert er wahrscheinlich. Ich weiß, ich weiß. Ich bin der Rentner im Meshdienst hier. Ja, aber das ist cool, was man jetzt abbauen kann. Scheiße, wir haben ja schon wieder... Schon wieder blauen Kristall, den muss ich auch noch eben mitnehmen. So. Ne, da war, glaube ich, dieser blöde Weg, ne? Dann gehe ich lieber hier rum. Obwohl, das ist gar nicht der Weg, wo ich hergekommen bin. Also, es ist eigentlich egal. So. Ne, genau hier durch. Das ist diese Abkürzung, wo ich dann... Oh, oh, kann ich das, ohne dass ich das Ding benutze? Zack, doch, das geht. Komme ich hier auch drüber ohne? Ja, geht auch. Aber hier werde ich nicht drüber kommen, weil ich da gleich springen muss. Haha. Ja, da muss ich den halt einmal aufstellen. Das wird nicht gehen. Weil ich ja überladen bin, weil ich ja immer so viel mitbringe für uns, ne? Du bist ja auch so eine Überladene. Im Gegensatz zu dir, faulen Hund, du. Puff! Ha! Aber er ist gerade geblieben, immerhin. Warte mal, dann kann ich hier das Ding auch nochmal eben mitnehmen. Die brauchen wir ja auch immer mal wieder. Oder brauchen wir die mittlerweile nicht mehr so, hier diese Gummibären? Ich glaube tatsächlich, die brauchst du mehr für den Anfang. Achso, also, ist mein ja, Licht ja, aus. Jetzt im Moment nicht mehr so. Ich habe auch keine Samen gerade mehr gepflanzt davon, weil wir brauchen mehr von dem anderen. Ich brauche immer noch 9 von diesem Motzelöl. Aber ich habe erst mal wieder neue gepflanzt. Ja, da war auf einmal ganz viel von dem Öl drin. Also ich habe nicht alles gebraucht, was wir hatten. Wir hatten, ja, glaube ich, 24 oder so und ich brauchte ja nur 18. Du hast nicht alles gebraucht. Ich habe nicht alles gebraucht. Ich doch nicht. Du weißt deshalb, wer lügt. Wenn du da reingehst, hör mal, das hast du doch... Ja, du jetzt nicht, aber das haben... Wir haben ja gar keinen Platz, damit ich hier irgendwas anbauen kann. Nein, gar nicht. Warum nichts hat der Kerl sich gekümmert hier? Doch, ich habe gerade gepflanzt. Jetzt gehe ich auf Wanderschaft. Schön. Oh, wir können eine Kompositkiste machen. Ja, mach doch mal eine. Ich habe übrigens was gelesen. Das ist mir auf dem privaten... Hallo. Das ist ja was ganz Neues. Das ist mir auf dem privaten Stand aufgefallen. Bei dem Werkzeugschuppen steht nämlich extra drin, verbessert die Effizienz von Herstellungskonstruktionen. Es geht so langsam. Die darin stehen. Das heißt, ich denke mal, dass die schneller sind, wenn die unter so einem Schuppen, unter so einem Dach stehen. Das heißt, wir sollten ja, auf jeden Fall gucken... Ja, aber wie kann man das Große machen? Dass wir da mehrere von bauen. Nein, wir brauchen dieses große Ding. Wo ist das? Wie kriegen wir das? Ich will das haben. So. Also. Das habe ich in einem Bild auf Steam gesehen. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. So. Hä? So. Und? Den. Den müssen wir dann irgendwie so... Hm. So. Also. Den machen wir erstmal. Da kann ich Holz ran tun. Da brauchen wir 4 Zapperzweigöl für. Zapperzweigöl. Wo bin ich denn in den Randklippen gerade? Da bin ich doch gar nicht hin. So. Ja, aber wo hast du denn schon mal Zapperzweige? Das sind die Zweige, die wir da drin haben, ne? Ja, ja, das sind die, die ich immer geholt habe, aber da ich die nirgendwo hier reinmachen kann. Ja doch, da sind ja welche drin, 4 oder so, aber nicht, das reicht nicht. Ja, aber da muss da. Ach so, ich bin ja immer noch überladen, scheiße. Ja, ich mach die Sachen gleich da rein. Ich hole nur noch mal eben ein bisschen Holz. Also das ist gerade, wenn du überladen bist, das ist mir schon aufgefallen, dass der die Sachen teilweise ganz schlecht annimmt, wenn du da drüber läufst. Als ob der die Hälfte liegen lassen will irgendwie. Hallo? So.
2. Im Moment geht's. Es kam gestern, glaube ich, kam ein kleines Update noch raus, ne? Vielleicht haben sie es jetzt auch ein bisschen verbessert. Oha, da war jetzt viel drin. Sagte sie und schon war das erste wieder. Ist das erste wieder liegen geblieben. So, Stein brauche ich aber noch. Stein, Stein, Stein. Keine Munition mehr. Kannst du uns da jetzt mal eine Verlängerung von zwei Dingern hinbauen? Hier zwei. Was für eine Verlängerung? Zwei Beeten. Wie soll ich das bauen? Wie soll ich die bauen? Wie die anderen auch. Nee, mach's lieber nicht, dann setzt du die wieder quer. Warte mal, ich mach das schon. Ich mach das schon. So, das. 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 Steine fehlen immer noch. Oder wir setzen die ein bisschen nach links, weil hier ist ja das Ding, um Wasser zu holen. Das könnten wir vielleicht auch machen. Dass wir die nicht zu lang machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber was ist denn eigentlich dieses andere Feld? Was ist das? Weißt du, was ich meine? Wir können eine Scheune bauen. Ja, wir können eine Scheune bauen. Was brauchen wir dafür? Moment. Diese scheiß Viecher stehen hier überall im Weg. Okay, scheiß Viecher. Ich suche scheiß Viecher. So. Was brauchen wir dafür? 30 Weichholz? Was war ein Weichholz? Aaron hat so, glaube ich, gesagt. Nein. Ne? Und 4 Eisenbarren. Nein. Ficht, Kiefer. Das ist oben bei dem, wo es die roten Dinger gibt, die Splitter. Ich mach erstmal hier die 4 Eisenbarren. Kann ich die überhaupt machen? Ja, doch, doch, doch. Die Eisenbarren werden schon mal hergestellt. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, aber da müsste ja das Gleiche. Verbessert die Effizienz von Herstellungs... Ja, genau, Konstruktion. Das ist das Gleiche, nur in groß quasi. Ja, geil, geil, geil. Da haben wir dann auch noch mal... Dekorationen, die wir natürlich dann auch brauchen, wenn wir das Haus soweit haben. Jetzt auf einmal gibt es hier doch einen Radius von dem? Also so langsam wollen sie mich jetzt hier aber verarschen. Ich hoffe, das ist genug da drin. Ja, ich weiß, ich weiß. So. Hab ich das jetzt schon gebaut? Echt? Hatte ich so? Ach so, ich hatte... Nee, hatte ich vom letzten Mal noch welche? Wir brauchen immer noch 4 Stahlrahmen und 3 von diesen Fraktia-Dingsbums-Barren. Ja gut, das können wir. Achtung, der Angriff kommt. Alter. Bist du zu Hause? Ja. Viel Spaß. Ja, super. Morning. Hope you had a good night's sleep. Since it's raining today, you Nein, ich habe keinen crops. Guten Schlaf gehabt. They'll also benefit from the rain. Der Harvest ist in danger. Bitte rette den Harvest. Der hat die übrigens eingesaugt, der eine, ne, habe ich gesehen. Ich habe es gerade versucht, ja. Ich habe was entdeckt. Nein, ich habe gerade was entdeckt, weil ich die unsere Sachen am Einsaugen bin hier. Also. Damit das meiste schon mal weg ist, bevor die da auftauchen. Tauchen die denn schon auf oder noch nicht? Ja, die sind doch schon die ganze Zeit hier. Aber ja, man kann hier anscheinend tatsächlich einsaugen. Ach, ich kann nicht springen, scheiße, ja. Boah, wie viele noch? Du schaffst das. Kannst das schaffen. Und wenn das denn funktioniert hier mit dem Ding. Oh, ich kann aber nicht fliegen. Komm her. 17. 18. Nice one! Wow. Gut, gut gemacht.
Aber den einen, den kann ich doch noch einsaugen hier vorne, oder? Ja. Ah, ach, das... Nee, das ist nicht mehr. Okay. Die sind noch nicht groß genug. Ich habe erstmal die ganze Ernte so komplett weggesaugt, weißt du? Damit die da nicht drauf kaputt gehen können. Oh, okay. Giftige Schoten. Die tun wir mal rein. Kohlkopfsamen habe ich jetzt drin. Also die Samen lasse ich mal drin, dann mache ich da mal wieder neue Sachen von. Ja gut, außer ja, von den Bäumen. Oh, jetzt. Ich brauche von den Mützeldingern noch welche, ne? Moment. Der Händler kommt an. Der Händler kann mich mal. So, Lehm. Ich habe noch zwei Lehm hier, ne? Ich habe die jetzt in die Kiste getan. Das dürfte jetzt allerdings auch bald wieder kein Platz mehr sein. Guck mal, die werden viel wiegen, oder? Oh ja, jetzt bin ich schon wieder... Bin schon wieder auf Maximum. Das war ja so klar. Und immer noch überladen wollt ihr mich denn? Warte mal, das kann ich noch reintun. Von diesen Kohlköppen hier, die sind jetzt auch alle da drin. Kupfer haben wir jetzt insgesamt 39 hier in der Truhe. Ja. Da musstest du ja irgendwas noch mit machen, ne? Kupferdraht brauchte ich, aber habe ich eigentlich die Dinge habe ich gemacht, aber brauchen wir bestimmt noch. Come on up and take a look. Was brauchen wir denn für die Scheune an Zeug? Das, was ich eben gesagt habe, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Hier ist nichts, was ich verkaufen kann. Kann ich jetzt wieder... Ja, ich kann wieder sehr schön. Vier Eisenbarren und 30 Weichholz wolltest du besorgen. Die Eisenbarren hat... Achso, die dürften jetzt auch fertig sein. Ne? Warte mal, ich guck mal. Zack, zwei Eisenbarren. Okay, die sind noch nicht ganz fertig. Die brauchen anscheinend unheimlich lange. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie lange die brauchen. Ja, deshalb sollte man die am besten zur Nacht reinmachen. Dann hast du... Sind die am anderen Tag fertig? Ja, die waren ja schon gestern quasi fertig da drin. Ja, einen habe ich auch irgendwo reingetan, weil den hatte ich ja gemacht. Wie kannst du einen Eisenbarren machen, wenn du die Verbesserung nicht hast? Ha? Ha? Ne, ja, dann war wie Eisen hatten und da habe ich das dann geschmolzen. Mhm. Aha. Okay, so. La 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 la. So, jetzt habe ich schon wieder nicht genug. Auch ihr könnt mich doch mal. Ich will hier irgendwie einen Vorrat an Steinen haben, bitte. Das geht so nicht. Also nicht nur mal diese kleinen Brückelchen von Felsen, wo man hinlaufen muss, sondern einen riesen Vorrat. Dass du dich einfach an ein so ein großes Ding dranstellen kannst und dann ist alles... Hallo, bleib doch mal stehen! Oh, dass die immer so weiterlaufen müssen. Ich kriege das nicht in den Kopf rein. Viermal Zapperszweigöl wollten wir ja noch, brauchen wir ja noch. Mhm. Die Frage ist... In einem anderen Gebiet. So, okay. Das war jetzt eigentlich doof, das hätte ich jetzt da machen sollen. Aber egal. Machen wir hier auch mal ein bisschen Wasser drauf. Ich weiß nicht, ob das muss ist, aber das wird dunkel. Also ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Dass ich dann hier noch so ein bisschen hin und her laufe und Wasser hole und dabei zusehe, wie der Epi hier gerade eine Region wiederhergestellt hat. Ja, schön Now angucken. Welch ist nicht skippen. I just realized I forgot to tell you what the R in my name stands was for. Denn? It's robust. There were a few other models like nimble, efficient, adaptable and so on. I was built to last. The others weren't. One by one. Their signals went out.
It was 100 or so years ago when the last one went dark. Been pretty lonely ever since. Ja, was angucken? Ich wollte dir noch was sagen. Wenn dann gleich, wenn die Nacht kommt oder wenn der Tag wechselt vielmehr, dann musst du dir diese Sequenz angucken, weil am Ende der Sequenz zeigen die immer die Plätze, wo die Rohstoffe zu finden sind. Das haben wir immer schön geskippt manchmal. Nee, ich habe noch nicht einmal sowas geskippt. Du bist die Skipperin schlechthin, du hast es geskippt. Nee. Du weißt es nur nicht mehr. Nee, ich habe da gar nichts geskippt. So. Aber es sieht wirklich schon schön aus. Es ist noch nicht alles gebaut, weil wir halt noch nicht alles bauen können. Aber es sieht so, es sieht ein bisschen Kuddelmuddel aus hier, weil wir das jetzt ein bisschen durcheinander haben natürlich. Wir wissen ja auch nicht von Anfang an, was wir alles machen können. Und da ich aber jetzt schon einiges mehr an Wissen habe von meinem privaten Spielstand aus, deswegen Nein. sieht der natürlich auch entsprechend ein bisschen schöner aus von der Optik her. Ich bin auch ernsthaft im Überlegen, ob wir das vielleicht ein bisschen umbauen sollen. Aber das dauert halt ziemlich lange und da habe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig Lust drauf jetzt. Ja, ich würde sagen, ich gehe da nochmal Wasser holen und hier hin und her laufen mit Bewässern. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Wir haben schon wieder fast 40 Minuten hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge gut bewässert und hoffentlich auch gut aufgestellt, dass wir ja weitermachen können wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Memo an mich. In diesem Gebiet brauche ich Level 2 für den Schlauch. So ein Mist. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.